Ivona Dadic, wie schon vor 2 Jahren in Glasgow, auch diesmal wieder nur der 4. Platz. Toller Platz, aber wie groß ist die Enttäuschung jetzt, keine Medaille geholt zu haben? Dieses Mal etwas größer, weil ich einfach heute bei weitem nicht zeigen konnte, was ich kann. Woran es am Vormittag gelegen ist, bin ich mir irgendwie bis jetzt noch nicht wirklich sicher. Der Nachmittag war dann eigentlich ganz okay mit den 6:30. Über die 800 habe ich echt noch mal probiert. Ich habe gewusst, ich sehe, ich kann gut rennen und die sind taktisch gelaufen, die sind mir nachgerannt und haben dann gesehen, wo halt einfach bei mir schon so quasi ja, die Luft ein bisschen aus war, sind vorbei und dann war es im Endeffekt vorbei. Es war ein bisschen Gedrängel, ich wollte mitgehen in der Kurve, aber wenn man dann so ein bisschen versperrt ist und die Kraft eh schon am Ende ist, ist dann nicht mehr viel drinnen. Worin sehen Sie jetzt den Grund für Platz 4? Womit hadern Sie vielleicht am meisten? Auf jeden Fall mit der Kugel. Also die Kugel hat heuer einfach so gut funktioniert. Und das ist einfach nicht das, was ich kann. Der Hochsprung hat heuer einfach, ist ein bisschen zu kurz gekommen aufgrund meiner Rückenprobleme. Und ich bin eine gute Hochspringerin, aber das hat einfach in der Saison noch nicht ganz zusammengepasst, auch mit meinem Anlauf. Aber ich wäre eine gute Kugelstoßerin gewesen heuer und habe mir eigentlich die Medaille mit dem Kugelstoß vermasselt, würde ich mal sagen. Bin dann im Weitsprung nochmal zurückgekommen, aber für das war es dann einfach zu wenig. Können Sie aus Torun jetzt für die Olympiasaison, für draußen was mitnehmen, was Positives? Positiv ist einfach, dass ich verletzungsfrei bin. Das ist mein erster internationaler Wettkampf wieder seit meiner Verletzung in Doha. Die Hallensaison ist nicht optimal verlaufen, aber heute stehe ich da, bin verletzungsfrei, habe einen okay Wettkampf abgeliefert. Bin 4. in Europa, natürlich der 4. Platz ein bisschen undankbar. Aber nur mehr Motivation für die Freiluftsaison. Jetzt habe ich eine kurze Pause und dann geht schon mit der Vorbereitung weiter. Ich wünsche mir viel Erfolg.